möchte etwas erzählen über die Rhetorik, die Redekunst, die Kunst, eine Rede zu halten. Wir können eine Rede vergleichen mit dem Gang der Sonne durch den Tag. Die Sonne selber ist das Thema. Thema. Und das Thema sollte auch zum Ausdruck kommen im Titel. Im Thema sollte ich mich gut auskennen. Also das Thema sollte gesättigt sein von Erfahrungen. Die Sonne geht auf am Horizont, macht einen schönen Bogen am Himmel durch den Tag und geht abends wieder am Horizont unter. In unserem Bild ist der Aufgang der Sonne im Anfangssatz. Anfangssatz. Dieser Satz sollte man sich aufschreiben. Wenn man da steht vor seinem Publikum, sollte man genau wissen, so möchte ich anfangen. Wenn mir dann etwas Besseres einfällt, dann erzähle ich natürlich das Bessere. Aber dieser Satz sollte ich möglicherweise schon haben. Der Sonnenuntergang ist der Schlusssatz. Schlusssatz. Dieser Satz sollte ich mir auch aufschreiben. Und da gilt das Gleiche. Ich sollte von Anfang an schon wissen, wo ich enden möchte. Wenn mir aber etwas Besseres einfällt, dann natürlich erzähle ich das Bessere. Aber es ist nichts Schrecklicheres als ein Redner oder Rednerin, der oder die nicht mehr weiß, wie sie aufhören sollte. Dann hat die Sonne verschiedene Stadien. Zum Beispiel 9 Uhr morgens, zwischen 12 und 1 steht die Sonne am höchsten Punkt, dem Zenit. Und am Nachmittag um 3 steht sie da. Das sind die verschiedenen Kapitel oder Schritte meiner Rede. Ich kann natürlich so viele Schritte oder Kapitel machen, wie ich möchte. Unser nächstes Kapitel könnte zum Beispiel sein, wie bereite ich eine Rede vor? Wenn ich mein Thema gewählt habe, weiß, wie ich anfangen möchte, dann brauche ich verschiedene Stichwörter, die sozusagen die Schritte bilden, um zum Schlusssatz zu kommen, sodass der Bogen gespannt ist. Und diese Stichwörter sollte ich nicht ausschreiben. Das ist eigentlich die erste Falle. Wenn ich mich jetzt hinter mein Büro setze und alles ausschreibe und aufschreibe, was ich erzählen möchte, dann bin ich eigentlich darin gefangen. Dann kann ich besser einen Aufsatz schreiben oder ein Buch schreiben oder das, was ich geschrieben habe, vorlesen. Dann ist es keine freie Rede, dann ist es eine Vorlesung. Aber eine freie Rede braucht das Sprechen. Sie sollten jetzt also einige Zimmerpflanzen hinstellen. Das sind sehr gute und geduldige Zuhörer. Und jetzt fange ich an, meine Geschichte zu erzählen. Und während ich erzähle, bemerke ich, da geht es schon ganz flüssig, da komme ich noch nicht so gut durch und da muss ich noch was ändern. Und im zweiten Durchgang versuche ich dann diese Änderungen durchzuführen. Also ich übe die Rede dadurch, dass ich spreche. Dann könnten wir mal sprechen über die Ingredienzen einer Rede. Was muss eine gute Rede alles enthalten? Wir haben natürlich das Wichtigste schon gesagt, nämlich das Herzstück der Sache ist natürlich das Thema. Das ist die Sonne.
Und da muss ich wissen, in was für einem Zusammenhang steht meine Geschichte. Wenn ich zum Beispiel für eine Gruppe Bestattungsunternehmern spreche, wird meine Geschichte einen anderen Stil haben, als wenn ich für eine Gruppe Komiker spreche. Also der Zusammenhang, worin diese Geschichte erzählt wird. Und danach richten sich meine Beispiele. Die Beispiele sind eigentlich das, was die Rede lebendig macht. Und möglichst sollten die Beispiele ab und zu auch ein bisschen Humor enthalten. Das hält meine Rede leicht und hält das Publikum wach. Sehr wichtig ist es, dass ich glaubwürdig herüberkomme, dass das, was ich zu erzählen habe, dass man mir das abnimmt. Das nenne ich Authentizität. Also authentisch sollte die Rede sein. Und natürlich ist es sehr wichtig, dass man von Anfang bis zum Schluss die Rede gut folgen kann, dass es einen logischen Abfolge gibt. Also es sollte eine gewisse Logik da sein, dass die Leute nicht den Eindruck haben, worüber redet der oder die eigentlich überhaupt. Ich kann es gar nicht mehr folgen. Das wäre sehr unpassend. Die Überzeugungskraft fehlt da noch und das hat mit der Sprache zu tun, dass ich deutlich spreche, dass ich laut genug spreche für den Raum, worin ich mich befinde, auch wenn ich ohne Mikrofon spreche, dass ich auf meine Körpersprache achte und dass ich von Anfang an ein Ziel vor Augen habe. Ich muss wissen, wo ich hin möchte, wo ich mein Publikum hinführen möchte. Das heißt Überzeugungskraft. Überzeugungskraft. Schlussendlich möchte die Menschen, die zuhören, etwas erleben. Wir haben ja nicht umsonst eine Seele. Die möchten sozusagen innerlich Bilder sehen können. Und deswegen sollte meine Sprache bildreich sein und anschaulich. Das trägt das Ganze. Anschaulichkeit sollte meine Rede beinhalten. Jetzt habe ich schon sehr viele Tipps gegeben. Das nächste, was jetzt zu tun ist, ist einfach es zu machen. Sie nehmen sich ein Thema und Sie fangen an, das vorzubereiten und zu sprechen. Es wird schon klappen. Das können Sie schon. Und wenn Sie Hilfe brauchen, ich helfe immer gerne. Und wenn Sie ein Thema haben, worüber Sie besser nichts zu sagen haben, dann schweigen Sie lieber. Weil Sprechen ist Gold, aber in einigen Fällen ist Schweigen weiser.